geht ein bisschen härter zur Sache. Der Kampfsport Taekwondo dürfte ja hinlänglich bekannt sein. Besteht zum einen auch mit dem eigentlichen Bruchtest. Der Bruchtest dient im Prinzip dazu, zu zeigen, dass man die Taekwondo-Techniken in Perfektion beherrscht. Das heißt, wenn ich die Taekwondo-Techniken im Training sauber durchführe, kann ich damit auch jederzeit ein entsprechendes Brett zerbrechen, ohne mich dabei zu verletzen. Jetzt haben wir den Osama und den Mirko, die uns jetzt einen Bruchtest an dem Holzbrett zeigen werden. Die Bruchtestbretter haben verschiedene Stärken. Bei den Kindern arbeiten wir hier jetzt mit einem 1 cm starken Brett. Bei den Erwachsenen, bei den Fortgeschrittenen ist es an einem 2 cm Brett. Ferner gibt es auch noch sogenannte Powerproof-Tests. Da werden dann auch schon mal 3 cm Bretter direkt aufeinander gelegt und dann mit einem Drehfußkick zum Beispiel durchgebrochen. Jetzt bitte etwas Konzentration. Der wird uns jetzt auch einen Holzbruchtest vorführen. Der Dugi ist auch sehr erfolgreich im Wettkampfsport. Er ist Hessenmeister, er ist Vizedeutscher Meister, er ist Hochschulmeister 2012. Und er zeigt uns jetzt einen anspruchsvolleren Kombinationsbruchtest. Steht ihr da auf? Die Bretter müssen immer ein bisschen ausgerichtet sein, weil sie durchaus weit fliegen können. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen aus der Schusslinie. Schauen Sie ganz genau hin. Das geht jetzt dann relativ flott. Auch hier wieder eine Konzentrationsphase und absolute Ruhe. Die Bretter werden jetzt noch kurz ausgerichtet. Derjenige, der den Drucktest ausführt, ist dafür verantwortlich, dass die Bretter richtig gehalten werden, in der richtigen Position sind, sodass er sich dabei wohlfühlt und alles passt und er das dann in Perfektion vorführen kann. Konzentrationsphase, Ruhe bitte. Recht schönen Dank. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, Taekwondo ist ja eine Kampfsportart, mit der man primär mit den Füßen, aber auch mit den Händen arbeitet. Aber Hände haben wir eigentlich noch gar nicht so viel gesehen heute. Wir werden jetzt gleich einen Bruchtest mit der Faust sehen. Der Gips am linken Arm von Dugi kommt übrigens nicht vor einem Bruchtest. Falls sich der eine oder andere wundert.